Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung zu. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Eigentlich wollte ich heute eine Barriere bauen und zwar damit die Tiere hier nicht abhauen. Allerdings musste ich feststellen, dass das so nicht ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Denn ich müsste hier theoretisch irgendein Hindernis bauen, damit die Tiere hier nicht abhauen. Haben wir aktuell nicht. Jetzt ist ja die Frage, wenn wir ein Haus um einen Koala bauen, gibt es dann die Kollisionsabfrage, dass er nicht abhauen kann? Das würde ich gerne mal ausprobieren, weil dann können wir nämlich die Sache realisieren, die ich eigentlich vorhatte. Und wenn das nicht funktioniert, müssen wir leider wieder die Barriere hier irgendwie hinsetzen und die ein bisschen anders, weiß nicht, verarbeiten. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall probiere ich jetzt mal das aus, dass wir jetzt einfach mal ein Haus hier drum bauen. Warte mal, wir setzen jetzt ganz einfach ein easy peasy Haus um einen Koala. Und dann gucken wir mal, ob der abhaut oder nicht. Ja, pass auf. Wir machen einfach 4 Wände, das reicht ja schon. Weil die sind ja hoch genug. Ne? Die sind ja echt hoch genug. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wo ist er? Achso. Ja, ich müsste vielleicht auch auf Play drücken, ne? Damit der... Renn nicht los, mein Freund. Renn nicht los. Du rennst nämlich immer nur los, wenn du die Chance siehst, auszubüchsen. Was ist hier Sozialverhalten? Platz. Gehege ist viel zu klein. Oha! Warte mal. Das funktioniert? Lol. Okay. Also, meine Damen und Herren, wir können doch die Barriere bauen, die ich mir vorgestellt hatte, nur ein bisschen abgewandelt, weil ich wollte eigentlich mit Seilen hier arbeiten, aber die Seile werden die Pandas einfach nicht weghalten. Und deswegen können wir jetzt, naja, wir können jetzt auf jeden Fall... das ein bisschen anders machen. Ich lasse euch wieder frei. Entschuldigung, ihr Freunde, ihr dürft wieder die Freiheit genießen, aber im Pausenmodus. So, wir gucken jetzt mal, wie wir das jetzt realisiert bekommen. Also, das Problem ist, dass die Pandas einen 1 Meter hohen Zaun haben müssen. Ist Fakt. Das ist wirklich Fakt. Jetzt bin ich, weißt du, pass auf, ich zeige dir mal, was ich vorhatte. Und zwar wollte ich eigentlich... ein Seil spannen, ne? Gehen wir einfach mal. Okay. Gehen wir einfach mal auf Seil. Lassen wir mal ein bisschen durchhängen, sagen wir mal auf 4 Meter. So, dann setzen wir das nämlich schön hier hin. Das war mein Plan. Das so zu platzieren, ne? Dann hier hinzusetzen, damit halt, ich sag mal, so eine imaginäre Blockade da ist. Ne? Das war mein Plan. Gibt es das auch ein bisschen weniger durchgebogen oder gibt es. Afrika-Seilwimpel. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Oh, das ist weniger gebogen, ne? Dann würde ich glatt das hier nehmen. So. Und dann gucken wir mal. Also 1 Meter müssen auf jeden Fall irgendwie erreicht werden. Oh, warte mal, jetzt können wir vielleicht testen, ob die davon zurückgehalten werden. Na gut, die könnten hier drunter laufen, aber wir gucken mal. So, dann brauchen wir natürlich... kein Seil mehr. So, dann brauchen wir... Sollen wir uns am afrikanischen Themenbereich ein bisschen bedienen? Oder? Oder australisch? Ja, australisch würde natürlich auch gehen, ne? Ist sehr nah dem afrikanischen, finde ich, ehrlich gesagt. Metallstange gebogen. Okay... warte mal, Metallstange gerade? Nee, wenn dann mit Holz bitte. 1 Meter. Okay, du bist 1 Meter hoch. Nehmen wir mal 2 Meter. Ne, wir nehmen jetzt einfach mal so ein 2 Meter. Dann... Okay, da tut sich nichts viel. Wir probieren das jetzt mal ein bisschen aus, ob die da abhauen. Wenn ja, ist blöd. Wenn nein, Glücksfall. Ist so. Ne, dann können wir hier irgendwie ein bisschen... Ah, warte mal, das kriege ich schon hin, warte. So, es hieß ja 2 Meter, ne? 1 Meter, Entschuldigung, 1 Meter. So, jetzt nehme ich mir dieses Element, setze das als eine Gruppe und platziere das um die drumherum. Ich weiß nicht, ob es da eine Kollisionsabfrage gibt jetzt. Deswegen müssen wir jetzt gerade so ein bisschen testen. Warte mal. Wir können doch theoretisch das und das verbinden. Und dann einmal uns... so, ne? Ja.
Aber ich denke mal, die laufen drunter hinweg. Ich habe die Vermutung, dass die drunter hinweg laufen. So, was hast du denn da? Platz hast du nix? Okay, du hast Platz auf jeden Fall genug. Das Gehege ist zu klein oder zu voll. Willst du mich veräppeln? Jetzt bin ich mal gespannt. Eiskalt läuft der drunter hinweg. Eiskalt. Moment. Okay. Wie sieht das denn aus, wenn man das jetzt ein bisschen tiefer zieht? Auf. Ja gut, wir brauchen ja diesen Meter, ne? So, wo haben wir denn Gehege? Oh. Warte mal. Wir haben doch Glas, ne? Es gibt doch Glas. So, Glas. Ja, Australien hat kein Glas, weiß ich. Ein Meter, okay. Nee, dat, ich möchte gerne ein durchsichtiges Glas haben. Ein durchsichtiges. Ein stinknormales, effes, durchsichtiges Glas, wo man durchgucken kann. Das wäre ein Träumchen. Ich weiß aber nicht genau, ob es sowas gibt. So, warte, dann müssen wir vielleicht auch hier klicken. Das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller. 2x2 Meter. So, zweimal hier. Ne? Und dann würde ich das gerne. Oh, ist aber. Das ist aber. Ja. Ist jetzt nur mal testweise. Ne? Nur wirklich testweise. So. Um zu sehen, ob der da durchläuft. Jetzt bin ich mal gespannt. Der andere haut jetzt aber nicht darüber ab, ne? Warte mal. Der ist eingebunden. Okay. Okay. Du bist jetzt gerade ein Versuchsobjekt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber warte mal. Wir können ja eigentlich hier mit. Ach, warte, warte, warte. Das stimmt. Ich muss das ja auch noch hinzufügen: das Glas. Schwuppdiwupp. So. Wie gesagt, ist alles nur gerade ein Test, ne? Achso, ja, man sollte die vielleicht auch hinzufügen. So, dann drehen wir das mal. So, das ist ein Meter, ne? Alter, das ist ein Meter? Nie im Leben! Das ist ein Meter? Nee, oder? Nee, ist kein. Ist kein Meter. Mm-mm. Ist ein Meter? Okay. Pass auf, Winkelausrichtung. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Was jetzt passiert. Okay, pass auf, das machen wir wieder weg. Das bringt mir nichts. Weil das läuft drumherum. Dadurch, Entschuldigung. So. Und. Wie gesagt, alles jetzt testweise. Vielleicht muss ich ein bisschen umschwenken. Really? Ey! So. Du bist im Baum, ne? Du haust auch nicht ab. Also kletterst jetzt nicht hier drüber und dann suchst du abzuhauen. Lauf doch mal ein bisschen. Lauf, komm. Ich möchte nur was ausprobieren. Nur was ausprobieren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Wird direkt eingekarrt. Heieieiei. Okay. Austrans. Tier, ja, ja, hol mal raus. So, das heißt, wir müssen. Oh, wir müssen. Wir müssen mit Bauelementen arbeiten. Oder mit Wandelementen, eher gesagt. Oh, okay, wir gucken mal ganz kurz. Design australisch. Was haben wir denn da? Was wir verbauen können?
könnten. Das ist natürlich jetzt... Aber andersrum? Warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich brauche ja nicht drumherum bauen, ne? Ich kann ja theoretisch auch so testen. Nur ob der da durchgeht. So. Was passiert jetzt? Bleibst du stehen? Geh bitte nicht da durch. Bitte geh nicht da durch. Bitte geh nicht da durch. Ich bitte dich, geh nicht da durch. Tu es nicht. Tu es. Tu es nicht. Bitte. Lass es. Lass es einfach sein. Ja? Lass es einfach. Geh nicht da durch. Ich sag's dir. Okay, er geht nicht da durch. Er geht wirklich nicht da durch, ne? Und er hat wenig Platz. Saugeil. Okay, also nicht, dass er wenig Platz hat, sondern Test ist gelungen. Wir sagen jetzt aber erstmal Hallo zu... Ja, kann ich erreicht werden? Ja, okay. Wir sagen erstmal Hallo zu 4Os, Hallöchen. Dann Zena Zions, Hallöchen. Dann Sebasjuf, Hallöchen. Haramir, Hallöchen. Und Matze86, Hallöchen. So, wir haben jetzt zwei Optionen. Option 1 wäre, wir bauen einfach wieder, wie gehabt, ein Gelände, hier mit, warte mal, mit Holz. Oh, warte mal, wir könnten auch mit Holz, nee, mit Beton. Das habe ich mir jetzt so in den Kopf gesetzt. Jetzt werde ich das auch mit Beton vollenden. Barriere bearbeiten, ja. So. Auf 1 Meter, ne? Auf 1 Meter, ja. Warte mal. Also, das Ding bringt gar nichts. Also, es wird keine imaginäre Mauer da erzeugt. Das haben wir schon mal festgestellt. So, Beton. Beton. So. Beton. Okay, pass auf, mach mal ein bisschen höher, wegen die Felsen da. Auf, sagen wir mal 1,50. Müsste ja reichen, ne? 1,50, so. Beton? Nein? Du, warum machst du keinen Beton? Hm? Glas, Beton, ne? Wieso machst du da jetzt keinen Beton? Hier vielleicht? Aha. Willst du mich veräppeln? Wieso machst du jetzt hier Beton? So, dann mit Glas. Könnten wir das nämlich regeln? So, Einwegspiegel. Ja. Aber die Spiegel würde ich dann tatsächlich so groß machen, wie nur geht. Ja. Okay. Ich bin gerade so ein bisschen am Testen. Ist aber nicht schön, ne? Ist aber nicht so schön. Dann würde ich lieber meine Variante nehmen. Warte. Dann machen wir hier wieder ohne. Ja, ja, du auch ohne. Und du auch ohne. So. Entschuldigung. Ah, ich hab da noch... Nee, hab ich noch nicht weggetan, ne? Hä? Oh, oh. Bist du jetzt da durchgelaufen? Bitte nicht. Warte mal. Das kann wieder weg. So. Dann machen wir mal kurz auf Pause. Gehen in Baumodus rein. Es ist schwierig. Pass auf, dann gehen wir in Glas. Gloss. Dann suchen wir uns ein Glas aus. Ich würde sagen, mal 2 Meter. 4 mal 2 Meter.
sah eckig aus, oder meine ich dann? Rechteckig. Hä, ist niemals 4x2 Meter. Also die Maße stimmen nicht so ganz, glaube ich. Weil, dann würde ich das nämlich so machen, dass wir hier so ein bisschen rotieren lassen. Ne, wir lassen das jetzt ein bisschen rotieren. Ohne Winkel, jawohl. So, und dann würde ich das nämlich so ein bisschen drehen. So ein bisschen ausrichten, aha. Dann runter das Ganze. Auf die Höhe. Wir drehen das nochmal ein klein bisschen zurück. Mittig natürlich. Mittig, ja. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Ja. So. Das Seil müssen wir leider entfernen. Jetzt kann ich aber mal ganz kurz gucken. Bei Australian, da gibt es ja so ein 1-Meter-Element. Design Australian. Da hatte ich vorhin gesehen, da gab es so einen Baumstumpf mit 1 Meter. So. Das wäre 1 Meter. Habe ich jetzt den ganzen da gelöscht? Warte mal, das, wir haben das auf ein... Mist. Nochmal zurück. So. Ich möchte gerne nochmal das Gehege sehen. Nein, das Gehege, danke. So, Seil ist weg. Das heißt, ihr werdet jetzt miteinander verbunden. Das Gehege würde ich mal gerne anklicken. So, und dann können wir nämlich das jetzt so ein bisschen ausrichten, ne? An der Höhe. Sagen wir mal so. Ne, dann haben wir 1,50 Meter. Und das ist eigentlich eine gute Höhe. So. Das müssen wir jetzt aber erstmal hier hinsetzen. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja gut, wir könnten das ja so platzieren, ne? Oder gehen hier hin. Ne, da hätten wir einen schönen, ja, doch, so sieht das ein bisschen besser aus. So. Und jetzt verbinden wir die, ne, Quatsch, den trennen wir von der Gruppe. So. Dann trennen wir das hier von der Gruppe. Eine Gruppe drin. Nein, das hier wollte ich markieren. Ja. Das drehen wir uns auch einmal. Schön mittig. Oh, warte mal. Warte mal, haben wir da irgendwie die Möglichkeit, ein bisschen kleineres Glas? So, was haben wir denn da? Wir hätten die Möglichkeit... Zu groß... Die Glasscheibe ist wesentlich besser. Ne, dann können wir nämlich jetzt hier, sagen wir mal, so platzieren. Oh ja. So, jetzt habe ich Fehler gemacht. Das muss ich von der Gruppe trennen und ich muss die beiden als eine Gruppe definieren. So, jetzt machen wir ganz einfach, easy peasy, lemon squeezy, ziehen wir jetzt ein bisschen, würde ich sagen, so, ja, einmal, ein bisschen drehen, dann ausrichten natürlich. Nummer 2. Yep. Okay, wir können noch ein bisschen rausziehen wahrscheinlich.
Hier ist in Ordnung. So, Nummer 3. Jetzt rocken wir das Haus hier. Jetzt läuft das wie geschmiert. So, nächste. Geht gut, ne? Geht echt gut. Würde ich sagen, so. Ich sag ja, wir gehen im australischen Themenbereich komplett neue Wege. Wirklich komplett. Es könnte aber sein, ich habe die Vermutung, dass wir immer eine Nachricht bekommen, Tier ist abgehauen. Weil die Grenze ein bisschen hier drüber ist. Oder er hier hinter ist. Ne? Also sagen wir mal, die Barriere ist nur bis hier und das Tier läuft bis da, dann ist das ja eigentlich schon theoretisch ausgebrochen. Müssen wir die Grenze eventuell noch mal ein bisschen verschieben, aber das ist ja Killefax, ne? Können wir ja auch mal so ein klein bisschen noch beobachten. Boah. Also, mir gefällt es sehr gut. So. Ja, aber, warte mal, habe ich jetzt hier drauf geachtet? Ja, habe ich drauf geachtet? Hier habe ich auch drauf geachtet? Okay. So. Nur ob die überstehen. Darauf muss ich ja achten, ne? Ah, noch ein bisschen weiter. Das ist noch nicht genug. Ich sage so, ne? Ja, nächste. Da können wir wieder ein bisschen zurückgehen. Nein. Hier können wir ein bisschen zurückgehen. So, dann drehen wir hier mal. Würde ich sagen, platzieren wir das. Ne, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Das sieht gut aus. Warte. Ja, passt. Okay, weiter. Dann würde ich sagen, können wir hier noch ein bisschen rausgehen. Dann lassen wir hier ein bisschen mehr Platz. Das ist in Ordnung. So. Ja. Dann brauchen wir hier natürlich noch. Den würde ich sagen, ziehen wir dann. Das sieht schon verdächtig gut aus. Den würde ich dann so lassen. Weiter. Ging relativ zügig bis jetzt, ne? Gleich kommt irgendwie so. Oh. Gleich kommt wieder irgendwie eine Sache, wo das dann nicht passt und dann reg ich mich wieder auf. Hä? Achso, grün, Entschuldigung. Ich habe den falschen Winkel ausgewählt. Die falsche Achse, meinte ich natürlich. So. Hier könnten die eventuell drüber klettern. Das könnte passieren, ne? Ich hoffe nicht. Oder die Steine halten die zurück. Das wäre natürlich sensationell. So. Hier ist die Mitte. Ja. Würde ich so stehen lassen. Gleich sind wir rund. Cross. Und alles nur, weil wir sehr viel experimentiert haben. Wenn es nicht klappt, dann haben wir, dann haben wir ein schönes Showgehege. Kannst ja nicht anders sagen. So. Brauchen wir hier. Oh,
brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Weil das geht ja jetzt hier da rein. Das haben wir ja da hinten auch. Fertig. Also mir gefällt es, ehrlich gesagt, sehr gut. Kannst mir natürlich gerne in Kommentare schreiben, wie du das findest. Es ist unser allererstes selbstgebautes, ja, und komplett designtes Gehege mit Gehegemauern. Komplett. Tutto completo. Oh ja. Yeah. Bis jetzt gefällt mir das echt gut. Auch mit dem Kletterbaum und alles. Ja, harmoniert auf jeden Fall. Wie gesagt, du kannst natürlich gerne anderer Meinung sein. Dann schreibst du mir das in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.